Jetzt weggehen, bitte. Balken. Na, okay. Also nach der Runde der Restart. Komisch schräg irgendwie bei Trubel. Seht ihr das auch? Egal. So, Maus scheint Rampe zu pushen. Ne, spielen da wieder ihre Standardpistole. Zwei unten. Pushen da unten durch. Krass, warum ist es bei Trubel so schräg? Aber egal. Hawk spawnt auf jeden Fall außen auf. Und Struxi und Stuffers kommen da jetzt von hinten hoch. Über die U-Bahn. Boah, leider kein First Track. Boah, krasser E gegen Struxi. So, Halle wird wie immer Free Tag gespielt. Wo sind der eine T oder A in der Main? Sonst geht es auf jeden Fall Halle. Struxi ist schon schachtbereit. Trubel kann es jetzt ansagen. Mal schauen, wann Struxi hochzieht und eines Schachträger gepusht. Boah, Nato macht auch einen Frag. Trubel nimmt einen mit. So, Stuffers und. Ah, nein, er stirbt auch. So, und da war es nur noch Trouble am Cat. Oh, da hat er auch keine Chance mehr eigentlich. Hat auch kein Kit. Boah, erste Runde geht an die Hawks. Bitter, bitter, bitter. Was ich jetzt eben nicht verstanden habe, warum sie da aus der U-Bahn nicht einfach rausgezogen sind. Zu zweit. Um dann den Spieler in der Main zu machen. Das habe ich nicht ganz verstanden eben, aber... Na gut. Will also hier mit einem Rückstand starten. So, nix runtergeschoben. Struxi ist auch wieder weg. Und Hawks geht jetzt über Rampe. Sammelt sich da gerade komplett. Immer noch eine Unterzahl. Und sie scheinen unter Kette zu gehen. Struxi steht da eigentlich ganz gut. Könnte vielleicht einen mitnehmen. Wenn sie jetzt da hochgehen. Box außen durch. Was ist da komplett unter ihm? Boah, die ziehen das glaube ich nochmal bei Maiden auf, oder? Ja. Boah, die AE tut weh gegen Struxi. Ah, schade. So, ah nein, sie haben damit unten gerechnet. Boah. Es hat jetzt so lange gedauert, dass sie gedacht haben, dass sie unten sind. Aber schöner Move von X-Winfact von den Hawks. Gegen. Oh, ich wollte gerade Moses Woods sagen, aber es wurde doch geändert noch auf Mouse Woods. Schade eigentlich. Mit Moses-Sports könnte man so viel Schabernack treiben. So, mal gucken, ob Stuffers direkt nochmal fürs Track setzen kann. Sieht aber nicht so aus. Sauber? Ich wollte gerade. Hab's ja extra gesagt. Er macht's auch. Diesmal kommt er auch mit 100 HP raus aus dem Duell. So, Struxi Flash-Track außen. Boah, schade. Support von Aprox. Kriegen sie ihn nicht kaputt. Schön von Stavros. Und jetzt Rampe durch. Nex auch schon wieder unten. Aber sie gehen wieder unter Kett, machen wieder einen super Weg. So, wenn Abrax noch vielleicht einen Headshot gibt. Boah, schade. Wenn jetzt einfach überlebt, wäre das eigentlich ganz gut.
So, Star Wars ist in der Box. Eigentlich auch nicht schlecht. Aprox könnte vielleicht ablenken. Oh, schöne Smoke. Nein, das ist komplett falsch. Oh, er nimmt aber nein. Aprox. Oh, Mann. Aber Hawks spielt das so gut runter, aber auch. Schade, ey. Die Smoke für die Pommes war so gut. Und Star Wars. Ah, leid. Ich glaube, er muss einfach viel eher rauspushen. Wenn angefangen wird zu legen, dann irgendwie rauspushen und nicht die Bombe töten, sondern den irgendwie versuchen, den Spieler zu killen, der da den Leger abdeckt. Dann hätte es vielleicht die Runde werden können. So hat es dann leider nicht gereicht, aber die Echos lassen es schon mal hoffen. Schöne Banks. Nix auch direkt den ersten Hit bekommen. Aus mit aufgebaut. Aprox muss da gleich aufpassen. Sie sind noch nicht durch. Ist noch weiterhin allein. Kann aber den First wegsetzen. Kriegt und gereflekt von der Pommes, glaube ich, oder? So, keiner unten gerade. Maus müsste eigentlich gleich mal umbauen. Unten ist doch relativ safe mit Struxi, würde ich meinen. Oh, aber Schacht muss aufpassen. Gut umpositioniert. Da wollen wir noch allein. Tür geht jetzt auf. Struxi hat es gehört, muss aber Schacht. Oh, Schacht kommt Mate, sehr gut. Sehr schön. Oh, jetzt bitte nicht noch viele gegen Alu sterben. Einfach wegbleiben. Er hat nur noch 9 Sekunden. Er kriegt dann kein Geld, wenn er es saved. Sehr schön verteidigt. Gutes Teamplay unten. Und das ist der verdiente erste Runde. 386 Schüsse wurden abgefeuert, die Runde. Oh ne, der Soundbug ist wieder da, oder was? Das tut mir natürlich leid, vor allem jetzt genau in dem Spiel, wo es drauf ankommt. So, es geht außen durch zu viert. Ein bisschen Cat gebankt. Hallo, erwartet da ein paar Pusher. Und NATO macht Aprox am Cat, glaube ich. Oder außen CT-Hügel. Oh, auch sie wollen boosten. So, wie regelt Maus? Vielleicht voran pushen? So, sehr gut gemacht von Travelay. Aber sie sind schon Cat gleich oben. Da sieht man es gerade schön, wie sie boosten. Boah, schöner Molly. Boah, richtig gut. Und Star Wars mit Ben mit. Zweiten. Boah, schönes Aiming. Star Wars gefällt mir richtig gut. Jetzt 3 gegen 3. Nächste Posi wird aber gehört. Sauber. So, Trubelkanale ansagen. Einfach mit. Boah, was ein Headshot. Sehr schön. Richtig gut verteidigt. Gefällt mir doch. Und Geld ist nie. Ja, wobei. Dreimann könnten kaufen. Und die Finnen sind immer ein bisschen verrückt. Okay, aber nicht verrückt genug. Kaufen wir doch nicht. Boah, es tut mir echt richtig leid, dass hier der Sound hinterher hinkt. An den Bug habe ich gar nicht mehr gedacht. Boah, Trubel, wie Gold er war. Aber Star Wars ist zur Stelle. Sehr schön. Und nur noch Nasu. Über die Main. Wird von Aprox geholt. 3 zu 3 der Ausgleich. Auf geht's. Maus geht's. Und ab geht's kommt noch davor.
aber da wurde eine falsche Granate gekauft. Schnell, Halle Rush. Oh, Apron stirbt. Nein, drum stirbt er auch und Halle komplett aufgelöst. Was war das denn bitte für ein Go schon wieder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Können sie komplett wegbleiben gleich. Blut. Keine Ahnung, was das ist. Schöner Shot. Ja, ich meine, wenn sie zwei Waffen durchkriegen, können sie abgerissen Trube legen. Also es wäre super wichtig, hier beide Waffen zu über durchzubringen. Next sollte vielleicht ganz weggehen. Aber es sieht gut aus. Also sie können auf jeden Fall legen. Das wird nochmal ein Buy-Round. Ich habe den leider nur mit. Jetzt gibt's wieder den Go, glaube ich. Oh, Apox macht. Muss links aufpassen. Muss links auf. Ach, sie ist ein Schacht drunter. Das hasse ich an New. Das ist so verwirrend zum Zugucken. Aber überall ein T gerade ist. Und Bombe wird schon gelegt. So, Starfox muss im Schacht aufpassen. Boah, ganz wichtig. Nur noch nach Hause, der stirbt an der Rampe, glaube ich. Sehr schön. Fünfer Runde. Wie Star Wars gerade verwirrt war. Er dachte noch, dass da mal am Leben sind. So schnell ging die Runde vorbei. Keine Chance da irgendwie. Keine Chance da irgendwie alles mitzubekommen. Sehr gute Kommunikation aber für Maus. Nuke echt scheinbar eine ihrer besten Maps. Free Jasper W. Sehr schöner Kommentar. So, schöner Molly jetzt. Boah, was ein ekelhafter Lag. Oh, da wurde ja gelöscht, glaube ich. Zumindest teilweise. So, nix von hinten. Ganz wichtig. Nix eigentlich derjenige, der es machen muss. Boah. Also, eigentlich noch unnötig, dass der Schruck sich stirbt. Aber die Führung, die erstmalige Führung an Maus, 5 zu 4. Kein Geld bei Hawks. Davor ist wirklich mit einem überragenden Spiel bisher. Oder gibt es die Fläche in die Halle? Ist da was blind? Sieht wieder was? Boah, schön rübergezogen direkt. Gut, nur eine Waffe verloren, ist in Ordnung. Auch sehr gut von Trouble, dass er das Kit pickt. Haben jetzt somit auch fast alle außer Aprox 1. 6 zu 4 sieht schon mal ordentlich aus. Alu jetzt mit AWP. Das Aprox wahrscheinlich jetzt gleich aufpassen. Ne, Alu scheint Rampe zu zielen. Boah, sehr gut. AWP somit komplett erstmal aus dem Spiel genommen. Das vielleicht ablenkt. Schnapper kann aber Scooty nichts machen jetzt in der Main. Struxi darf derzeit nicht sterben. Nein! Boah, immerhin gut Damage gemacht. 12 HP. Apox wollte auf Freefact gehen. Kann jetzt, sie wissen jetzt, dass zwei außen sind. Und Next eigentlich mit einer guten Entscheidung. Und das setzt auch den Frag. Kommt auch mit viel HP raus. Boah, leider stirbt Stavros. Ah, die Runde ist fast noch drin. Zwei T sind richtig low. Boah, schade, das nächste Schirp. Aber Trubel. Boah,
Boah, schade. Fünfte Runde für die Hawks. Aber die war gar nicht so eindeutig. Hätte auch gut und gerne andersrum ausgehen können. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig richtig war, dass Struxi da auf den Flag geht, nachdem er den da auf dem Dings, auf dem T-Rot gesehen hat. Vielleicht sollte er ja kurz warten und dann den hundertprozentigen Flag suchen. So, aber auch sehr offensiv außen. Hat er auch Support da? Und er geht auf Frag. Jetzt kommt es auf Timing an. Mate ist weg. Komplett auf sich allein gestellt. Er macht den ersten. Oh, schade. Aber immerhin einer. Guckt nach außen. Strukturen gesehen, leider kein Hit gegeben. So, Trubel übernimmt unten. So, spekulieren da gerade auf Rampe. Sie wissen halt genau, ein T ist unten. Uns geht jetzt auch Rampe durch. So, sehr schön. Next im Zusammenspiel damit Struxi. Ts haben das abgebrochen. Da war es auch noch eine gute Pose da im Antikett. T hat das gehört. Uiuiui, da wurde ein bisschen verratzt. Und Trubel unten. Sehr gute Verteidigung, muss man sagen. Maus gefällt mir richtig gut als CT. Runden sind relativ knapp, kein wirklicher Totalausfall vorhanden. Sind für mich gerade auf jeden Fall verdient in Führung. So, wollen jetzt über Next überrennen. So, sind jetzt vorne. Boah, Struxi, schlechte Posi. Boah, ist auch Eko und... Boah, Mann, 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 Mann. Gegen so eine Eko sehen sie dann wieder nicht so gut aus. Und da kennt auch der... Oh, jetzt ist gute Zeit. Boah, wie wichtig von Stavros. Alter, was der drückt. Unglaublich gut. Rettet hier nochmal die Eko. Das ist so typisch irgendwie. Waffe unten teilweise richtig gut gespielt. Und dann gegen eine Eko so schlecht aussehen. So, bauen sie wieder ein bisschen über außen auf. Banks im Cat. Ich sehe jetzt mal Rampe offensiv. Oh, gut weggekommen. Halle gerade. Abbox mit First Weg. Gute Puste von Trubel. Sehr schön. Nur noch NATO. Ohne Bombe. Die ist in der Halle down, so wie ich es sehe auf dem Radar. Boah. Boah, und den zweiten. Und den dritten macht er zum Glück nicht. 9 zu 5. Auf geht's jetzt. 10 zu 5 noch. Und dann breite Brust in die zweite Halbzeit gehen. Boah, sehr gut. Hawks hat auch nicht viel Geld. Das reicht hier nur für Galil. Ich glaube, Skurk hier mit einer AK. Aber der Rest nicht so gut equipped. Weil sie noch einigermaßen gut Granaten haben. Fahren einfach Pommes raus. Oh, wie lange Trouble der blind ist. Einen. Oh, so, und jetzt 6 über Vorraum. Struxi nimmt auch noch einen Hit. Schöner Headshot. Struxi muss am Target aufpassen. So, letzte... Was ist noch einer? Alu ist low mit einer P. Alu, der ist auf Spot. Boah, Skurk trifft ihn nicht. Boah, krass. Schöne Halbzeit, aber hat Spaß gemacht. 10 zu 5, auf jeden Fall verdient. Wer hätte das denn gedacht, als Maus die Pistole verloren hat, dass hier noch ein zweistelliges Ergebnis hinlegen können. Oh, schade, gar nicht so lange Pause.
So, bauen sich für Tür auf. Und Halle runter, ein Schacht. Boah, sehr cooler Move. Da checken sie nochmal, ob die Halle frei ist. Und jetzt gehen sie wirklich rein. Legen. Approx Netz an der. Boah, geile Runde bisher. Boah, wie gut die Runde einfach ist. Geiler Boost. Schöne Taktik über den Schacht. Das könnte sogar eine 5er-Runde werden. Alter, was eine geile Runde. Schöne Pistole. Wie aus dem Lehrbuch. Aus dem Tammbuch von 2012. Was noch geschrieben werden muss. Eco wählt meinen Weg über außen. Wahrscheinlich. Struxi forever alone. Was macht der denn da? So, sind schon fast in der Cat. Vorraum haben wir schon eingenommen. Struxi müsste das hören. So, jetzt einfach Cat hoch. Genau. Und dann ist die Runde eigentlich gewonnen. Oh. Da stand Struxi aber auch nicht so gut. 12 zu 5. Geld natürlich noch nicht vorhanden. Aber vielleicht sehen wir hier was Neues, irgendwie ein Risiko bei oder sowas. Was mir gerade mal so auffällt, da die Stats ja nicht resettet werden, macht es natürlich in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen schwerer einzuschätzen, wie viel Geld jetzt der Gegner hat. Wenn man so nicht genau weiß, wie viele Frags schon gefallen sind und sowas. Doch relativ schwer, würde ich meinen. Nette Kniebeugen dort in dem CT. Der Maus hat wieder bei außen aufgebaut, geht noch runter. Die Nase stirbt. Hallo. Boah, wird er doch noch mit Frick belohnt. Wollte gerade sagen, ein bisschen zu spät rumgezogen. Aber hat noch gereicht. Safe gelegt. Hallo, verliert doch die AK und nur das Skurk. Mit wenig HP im Schacht und dort wird auch sein Grab sein. Und direkt AWP bei Hallo. Ich muss mal sehen, ob Maus direkt was Schnelles spielt. Boost für Struxi. Jetzt zieht vielleicht Alu hin. Ne, zieht nicht auf den Stein. Aber was wieder für eine Engelsgeduld hat. Boah! Geil gemacht eigentlich. Wenn das so geplant war, dass der untere den lockt, damit er sich dann rechts zeigt und von der Arme getötet wird. Schade, dass es nicht geklappt hat. Schade, dass Struxi nicht den Schuss gehittet hat. So, Staff ist jetzt schon an der Main. Jetzt die Halle flasht vielleicht. Oh, sie splitten aber Rampe. Double Dump vor Contacten. Staff aus mit First Track. Und der Cat. So, Aprox und Trubel räumt der Rampe auf. Jetzt vielleicht Cat hoch wäre gar nicht so verkehrt. Nehmen sie gerade mit Flash ein. Sehr guter Move von Stavros. Schöner Headshot nochmal und nur noch Skurk. Also Hawks, die TK hat überhaupt keine Schnitte. Da ist es schon die 14. Runde. Was eine krasse Map bisher von Maus.
So, die CTs haben Eco. Krass, da sehen wir jetzt direkt gleich das Draw wahrscheinlich. Star Force. Boah, er wusste anscheinend, dass da einer ist. Boah. Zum Glück hat er den noch gesehen. So, und wieder war es nur noch Skurk. Und der guckt in der Pommes rum. Und kriegt jetzt gleich, glaube ich, Besuch von oben. So, das Tor schon mal sicher und jetzt nochmal eine Equip Round. Alu wieder mit Ave. Die hat ihm ja eben auch so viel genutzt. Aber Mausspitzen direkt ein Go. Direkt über Pommes raus, Halle raus, Tür raus. Überall gibt's gerade ein Go. Ah, alle blind, alle blocken sich. Boah, da werden sie komplett zerschossen. Nur noch Trouble. Trouble. Und der kassiert auch. Nur ein Track gemacht. Also ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich finde ein Go über Tür irgendwie total schwer. Pommes ist, glaube ich, effektiver, wenn da kein Molly kommt. Aber Geld ist immerhin genug zu vorhanden. Schnell sie durch sind. Star Wars wieder mit First Track. Der Junge, der ist unglaublich stark heute. So, zack, ist die Halle frei. Jetzt gerade mal safe geflasht. Mates zieht unter Cat nach. Es geht auch safe Cat hoch. Sehr gut. Reflex. NATO unten. Reflex, glaube ich, auch unten. Los, guck da im Schacht. Boah, schöner Headshot. Boah, da wird es jetzt nochmal knapp hier. Bombe wird aber gelegt. Wobei, gute Pose jetzt. Nix vor allen Dingen. Und jetzt keiner über Cat kommt, aber dort hat einen Trouble. Und da war es nur noch Skurk. Wie immer der Last Man Standing. Wurde auch schon gesehen. Und da heißt Tschüss. Und da heißt GG, well played. 16:6. Was eine dominante Map, muss man einfach sagen. Glückwunsch an Maus zu dem ersten Sieg hier in der SLTV Star Series Season Nummer 4.